Ich frage, wie das die Originalmusik ist. Ja, es ist ein Remix, ne? Es ist ein Remix. Hallo, Arctos. Reflect. Ja, wer kann ihn nicht schwächen? Was soll ich denn da machen? Ob ich mit den Wellen, die ich jetzt habe, irgendwas reißen kann, ich wage es zu bezweifeln. Ich wage es sehr zu bezweifeln, dass das irgendwas bringen wird. Weaker Pokémon. Ja, let's try. Muss ich die fangen? Ist das wichtig? Ich weiß nicht, ob ich die fangen muss, oder? Also ich denke mal nicht, dass das plotrelevant ist, dass ich die auf jeden Fall fange. Ja, das ist doch witzlos gerade mit der Nummer hier. Nee. Das wird gerade nichts bringen. Okay, wie machen wir das am sinnvollsten? Ich lasse dich erstmal hier stehen natürlich. Dann hole ich mir Welle. Und dann komme ich wieder. Hui, da bin ich wieder. Na, wer ist denn da? Center Shock, das wirst du überleben, oder? Auch wenn das effektiv im Szenario über dir bin. Ja. Yeah. Ancient Power. Dann das bitte noch oben drauf. Kann ich hier noch irgendwie weiter schwächen? KitKat. Rock Throw. Vielfach effektiv. Bei dem Modellunterschied von 30 wird das. Ja. Das haut einigermaßen hin, denke ich. Dann habe ich jetzt Länder zu Länder 30 Schieberwelle. Los geht's. Das ist fantastisch wieder mal. Mein Lieblingswort des heutigen Abends. Ja, ja. Das möchte ich nicht in einfacher Geschwindigkeit zeigen. Und wie das gerade läuft, möchte ich das eigentlich gar nicht zeigen. Ich möchte nicht so viele Bälle verschwenden. Machen das nochmal. Tja. Also Spaß ist auf jeden Fall anders. Ah, oh, jetzt kann ich mir ersparen, dass ich noch Thunderwave benutze extra. Wow, es funktioniert genau wie gerade eben. Der Headbutt nochmal drauf, oder? Ach, scheiße. Ach, das war's fast mit dem allerersten Ball. Macht mir noch keine Hoffnung ins Spiel. Endlich ein Power Boost. Ist das nervig. So. Dankeschön. Das war Arctos. Wie nenne ich dich jetzt? Ich muss ja irgendwie ein Dreiergespann bilden, wenn ich noch Zapdos und Lavados möchte. Weißt du was? Ich habe eine Idee, wie ich das machen möchte. Ich werde die jetzt nicht direkt nach Essen benennen, sondern nach Geschmacksrichtungen. Du bist bitter. Machen wir das mal so. Ich möchte jetzt nicht zu lange hier überlegen. Oh, ich werde automatisch raus teleportiert. Oh, das ist ein Service. Jetzt stellt sich halt die Frage, kann ich bei den anderen jetzt was machen oder bin ich da sowieso ohnehin schon hin und hab's halt übersehen? Ich muss gucken und ich werde wahrscheinlich jetzt schneiden. Oh, das hier sieht nach einem Weg aus, den ich nicht gegangen bin. Das kommt mir so nicht bekannt vor. Das sieht ja schon mal gut aus, dann. Als ob ich jetzt bei beiden anderen Höhlen übersehen habe, dass es noch einen Weg gibt, der mich wahrscheinlich zum legendären Pokémon führt. Das ist ja witzig. Und das war richtig scheiße. Da bin ich zu schnell unterwegs gewesen. Nochmal das Ganze.
für das Item zuerst mal. Genau, da war ja sowieso noch eine TM offen, da ich bei den anderen beiden Höhlen auch eine gefunden hatte. Will-O-Wisp. Runde Nummer 3 hier oben. Boah, ey. Zack, 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 zack. Und jetzt hier oben lang. Jetzt hier lang. Das sieht gut aus, meine ich. Oder? Ja, Tatsache. Ich bin den Weg nicht angegangen. Ah. Ja, schön. Zumindest weiß ich jetzt, dass man hier sofort hin kann. Labados. Das ist nicht in der Reihenfolge des Pokédex. Eigentlich hätte ich jetzt Zapdos als nächstes finden müssen. Wie schlecht. Moltres. Jo. Air Slash. Und dann Thunderwave drauf. Schaffe ich das einmal durchzukommen mit Kit Kat? Ich denke nicht, aber. Schön. Bälle schmeißen angesagt. It can move. Da war ich echt ein Blindfisch offensichtlich, dass ich bei beiden anderen Höhlen die extra Wege übersehen habe. Unglaublich. Ach komm. Ich weiß, es ist nicht im roten Bereich, aber eventuell klappt es ja trotzdem mit den Nachbarn. Ja. Also da ich Zapdos sauer nennen möchte, wie nenne ich dich? Ja, feurig gibt's nicht. Salzig, süß. Du bist nicht salzig, du bist nicht süß. Was weiß ich. Wir nennen jetzt einfach Rinnert salzig, ganz ehrlich. Wenn ich hier nicht zu lange sitze an dem Namen. Salzig. Ich weiß nicht, ob mir das überhaupt irgendwas bringt, ihn zu fangen. Ich vermute mal nicht. Man soll die wahrscheinlich auch besiegen oder so. Hier kann ich nach links. Oh. Oh. Ja, das war, was ich übersehen habe dann. Verstehe. So einfach kann es gehen. Jetzt sehen wir hier also außen rum, ja. Wirklich, ich hab's schon mal gesagt, aber ich komme nicht drauf klar, dass ich das bei beiden Höhlen übersehen habe, dass man hier doch weiter kann. Und jetzt in der dritten Höhle dann Anschluss finden. Sehr schön. Ja, Roder macht nochmal ein Cameo hier. Elekid, du bist auch ein Elektro-Pokémon, aber dich will ich jetzt nicht. Da wieder. Brr. Mir fällt gerade was ein. Mir wird gerade was bewusst. Es ist sehr gut, dass Zapdos zum Schluss vorkommt. Ich kann es ja nicht mal paralysieren oder. Doch, ich kann es paralysieren. Es geht in der Gen noch alles klar. Never mind, falscher Alarm. Das geht ja erst später nicht mehr. Boah, ich dachte gerade wirklich volle Kanne. Ich kann es gar nicht paralysieren. Aber zum Glück schon. Ich habe jetzt 21 Überwelle wieder. Damit beginnt das erneute Schmeißen. Eventuell, falls ich es gut geschnitten habe, kommen alle Vögel in einer Folge vor. Das wäre super. Leider nicht in Folge 69, wir sollten schon in Folge 70 sein. Aber ja. Weiter geht's. Ich werfe weiter. Bitte fang es ein. Sei nicht gemein. Ich sterbe. Komm schon. Das ist so perfekt von der Rage und dass du paralysiert bist. Eigentlich sollte das klappen. Du, 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 du.
Dann noch nicht. Runde Nummer 2. Jetzt ist nicht mehr im Bereich, also im roten Bereich. Aber das hat vorhin bei Arktas auch geklappt, meine ich. Sehr schön. Lies ich jetzt nicht großartig. Ja, ich habe ja schon gesagt, wie du heißt. Sauer. Da haben wir das auch erledigt. Das war gelinde gesagt nervtötend. Mit den drei Höhlen. Naja. Erledigt. Können wir also wohl weitermachen. Mit noch mehr Wasser und Spaß. Yippie, yay. Geht ja schneller voran als gedacht, muss ich sagen. Ich dachte wirklich, als ich auf die Tower Map geschaut habe. Und nein, das ist nicht die Tower Map. Dass hier noch so viele Orte sind, habe ich echt gedacht, das dauert noch eine ganze Weile, dieser komplette Abschnitt. Aber Pustekuchen, da das alles irgendwie zusammenhängt und kleine Orte sind. Jetzt rucki zucki voran an der Stelle. Which Pokémon hätte dich on its head? Ich überlege, mir fällt es nicht ein. Kannst du es mir zeigen? Shellder ist es wahrscheinlich nicht, weil das ist eine Muschel als Gesamtgebilde zum Fressen. Warum habe ich gerade Center Shock vor? Das ist dumm. Stylo. Ja, ich könnte natürlich auch auswechseln oder ich lasse einfach Center Shock, das ist viel zu OP drin. Ist einfach drin, ne? Warte, was hast du eine Kack-Kack-Bogen hier, oder? Und was ist es? And now the answer. Oh nein, ist das eine Scherzfrage? Das gibt gar nicht so ein Pokémon. Kapwondo, hä? Ich hab da jetzt null drauf geachtet. Hast du es doch richtig? Okay, wo ist das hier? Kapo. Wo ist das hier in der Übersicht? Da. Soll das ein Ei sein oder was? Weil das. Ach, was weißt du nicht? Was weiß du nicht, was diese verrückte Frau hier sagen will? Duplo, versucht dein Glück weiter auf dem Wasser. When it's raining, Waterphone has the advantage, ja? Ja, nee, ist klar, ne? Ja, nee. Hey, sorry, was soll ich denn machen? Das ist jetzt die fünfte Wasserroute. Das ist ja nicht mal ein Witz. Das ist die fünfte Wasserroute. Geht das alles? Ja, ich lese nicht nochmal, was sie sagen, aber ich habe keinen Bock mehr. Wir hatten jetzt 510, 511. Ja, okay, das ist die vierte wohl. Nee, es ist, also es fehlt immer noch so Route 512, aber trotzdem ist 513. Ja, ist mir egal. Dann ist das halt die vierte immer noch, aber. Did I lure you in? Hä? Was willst du? Mann, das ist alles so scheiße heute. Also, das ist mit Abstand die schlechteste Session. Ich hätte nicht gedacht, dass das so langweilig wird. Klar, wir hatten jetzt die Vögel, aber das war ja auch verbunden mit anstrengendem Höhlenrumgelatsche. Es ist die allerschlimmste Session in diesem Projekt. Es wird auch so langweilig sein, sich später anzugucken, wenn ich die Folgen bearbeiten muss. Das ist ja furchtbar. Weil ich kann es nicht einfach skippen oder so. Es geht ja auch nicht. Dann müssen wir gemeinsam durch, es tut mir leid. Scheiße. Ich will das eigentlich bloß noch durchspulen. Obwohl ich nicht spulen sollte, aber. Es ist so schlecht. Es ist wirklich sowas von grauenhaft schlecht. Dieser gesamte Abschnitt ist sowas von nichtssagend. Da war, ohne Scheiß, da war dieses ganze Tanzerzeug am Anfang. Tanzerhundus, da war es auch mal. Wo ich mich damals beschwert hatte und den Hexsommer abgebrochen hatte. Da war das ja noch interessant dagegen, was wir jetzt haben. Das kann nicht sein. Es kann wirklich nicht sein, dass wir dieselben Arschviecher die ganze Zeit kämpfen müssen. Das ist
sowas von lame. Katie, du Scheiße. Genau wie die anderen Trainer, die ich heute alle besiegt habe. Du redest sogar noch vom Pokédex, weißt du? Die Alte redest sogar noch vom Pokédex. Aber hat trotzdem nur so eine Scheiße bei sich.